Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Im letzten Part haben wir angefangen, hier das Starlight Drive-In ein bisschen auszubauen. Gut, das Häuschen hier kannten wir schon. Ich habe es nur mit einem Betonsockel, etwas in die Höhe gehoben, damit es schön gerade steht. Dasselbe in Grün haben wir da hinten mit dem Metallhäuschen gemacht. Und ich würde sagen, Servus Hancock. Kleiner? Ich würde sagen, heute bauen wir frisch, fröhlich weiter. Ich denke mal, ich werde vielleicht, wenn es passt, da drüben auch mal so ein Verteidigungstürmchen bauen, vielleicht, so in der Art. Was? Aha. Auf jeden Fall tun wir heute weiter Häuschen bauen. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier halbwegs gerade bin. Alles zerstört. Was sollen wir nur machen? Ja, neu aufbauen. Ich bin ja gerade dabei und dann geht's frisch fröhlich weiter. Nur nicht verzagen. Ich würde sagen, ich baue hier gleich das nächste Häuschen hin. Und hier vielleicht tun wir die beiden Häuschen, wenn es geht, so mit einer Art Terrasse verbinden. Ich probiere es mal. So, Katschanka. Und hier. Jo, her mit dem Holz. Ich probiere es einfach mal, ob es überhaupt Gentät tut. So, dazu brauchen wir Beton. Hier. Genau. Und das da. Richtig. Ich will gleich versuchen, ob man hier anklipseln kann. Ja, das nimmt er gar. Auch hier. Schaut, das wird echt gehen. Wow. Ungewollt so gemacht, wie ich es gerne mögen tue. Weil ihr wisst schon, wie ich meine. Also einfach so verbinden miteinander. Das Häuschen, was dann auch hierher kommen wird. Ich denke, einmal noch klipseln. Mach. Huruk. Klips, klips. Sei ein lieber Beton. Komm. Dann halt so. Ja. So. Gleich so knapp ran. Fungierend als Terrasse vielleicht. Das hätte ich hier auch machen können. Ich Spezialist. Und dann darunter die Stiege. Oh ja, das würde mir besser gefallen. Warte mal, kann ich hier nur damit, weil ich es brauchen werde? Na, das will er nicht mehr haben, ne? Wurscht, ich baue einfach mal hier. So, einmal. Zweimal, dreimal. Wir brauchen es eh. Boah, Gott sei Dank habe ich so viel Beton gekauft. Ich würde sagen, das lasse ich mal so als Terrasse. Ja, ich lasse es auch so mal. Ich nehme das... Warte, warte, warte. Zuerst muss die Treppe weg. Oder die Treppen, besser gesagt. Mal nur kurz, würde ich sagen, hier hin. Und, dahin. Nur kurz mal. Dann das hier geschnappt und stibitzt. Und hier hingeknallt. So. Und dann hier so, vielleicht im Eck die Treppe. Wenn es passt. Also... Oder so. Ruck. Na, geh ein Stück. Ja, so ist gut, glaube ich. Schau mal, da ist eine Treppe. Doofi. Da raufgehen und dann passt das. Oh, warte. Die will da rauf und schafft es nicht. Oder vielleicht doch noch eins nach vor, ob das besser ausschaut. Ah, jetzt hat sie es geschnallt. Super. Ich glaube sogar eins noch weiter nach vor wäre noch besser. Warte mal. So. Dann machen wir noch einmal Beton. Ja. Runter ein Stück. Bisschen drehen. So, ja. Klipsel. Perfekt. Jetzt müsste es passen. Ja, ich mag es gern schön, auch wenn es länger dauert. Na, komm. Jawohl. Und. Yeah. Mhm. Da auch nochmal eine Treppe. Und hier eine Bepflanzung, wenn es sowas gibt. Wäre schon hübsch, oder? Ist zumindest hier so rauf. Oder scheißt der Hund drauf? Lass einmal so, lass einmal den Hund drauf. Und so weiter, ne? Hallo? Ich will nach oben schauen. Dürfen? Ich darf nicht, okay. Hallo? Jetzt geht's wieder. Interessant.
Gut. Also, wir haben hier 1, 2, 3, 4 müsste ich wieder hier hin, außer ich möchte hier ein Holzhäuschen bauen. Oder noch einmal Metall. Dass es vielleicht ein bisschen sauberer ausschaut und da drüben wieder ein Holzhütchen. Könnte ich auch machen. Ah, mach mal eine Holzkeischen dahin, das passt schon. Hancock, du bist mir volle Hütten im Weg. Du müsstest dann mal und so, ne? Also weg. Du stehst meinen künstlerischen Machenschaften und Tätigkeiten im Weg, gnädigster. Schleich dich. Bitte? Idiot. Ey, jetzt muss er einmal, jetzt muss er nicht als Bürgermeister mal die Bauarbeiten zahlen, sondern mache ich alles und dann steht er mir da im Weg rum. Aber ist ja wurscht, da drüben wird, glaube ich, eh nur... hallo? Da drüben wird, glaube ich, eh nur, also... die Terrasse. Also nochmal 1, 2 und dann nochmal jeweils 1. Und dann stelle ich das Ganze schön randig hin. Also, ruck. Jawohl. Jawohl. Und yes. Passt, das reicht schon mal. Ich glaube, 3 waren's. Und dann schauen wir mal. Schauen wir nach. Jawohl, die Hütten. Da gibt es ja, glaube ich, noch eine Variante, ne? Das ist die mit dem oberen Stockwerk und die hat nur herunten, ne? Die hat jetzt oben gar nicht wirklich schön. Ehrlich gesagt, die mit dem oberen Stockwerk gefällt mir schon besser. Weil jetzt haben wir daneben eigentlich eh das Metallhäuschen, das quasi keinen zweiten Stock hat. Huch, warte, nicht so grob. Mal so probieren, ob es ungefähr passen könnte. Und dann mache ich da drüben hin ein Holzhäuschen vielleicht. Boah ey, das habe ich ja fast ganz sauber hingeplatziert. Bis auf das, dass es glaube ich seitenverkehrt ist. Super. Haut sich schon mal zu schlecht hin. Also einmal drehen. So, ruck. So, jetzt wieder platzieren. Schauen, ob ich es auf Anhieb wieder so schön hinkriege. Wahrscheinlich nicht. Ah, Konzentration. Probieren wir es mal. Naja, schaut eigentlich gar nicht so blöd aus, dank der Wiese da hinten. Und wie schaut es da aus? Ja, ehrlich war, es schaut nicht dumm aus. Da haben wir jetzt echt Platz davor. Und hier können wir nochmal so ein Block dazu setzen und dann haben wir hier echt eine tolle Terrasse. Jetzt muss ich dann nur noch probieren, ob man hier noch was anklipseln kann, aber ich denke nicht. Dann könnte ich hier nämlich echt so ein Eck rausbauen und hier so einzäunen. Aber ich glaube, so wie es hier ist, viel besser wird es nicht gehen. Oh, was sehe ich denn da? Das Haus ist natürlich schief. Also zu weit heraus, das mag ich nicht. So. So, wie schaut es jetzt aus? Wahrscheinlich ein bisschen schief, aber... Oder doch nicht. Na, schaut gar nicht mal so schlimm aus. Perfekt. Super. So, da wir schon immer so schöne Betonstiegen haben, möchte ich auch gerne mal eine Holzstiege haben. So eine kleine, billige. Geht das auch? Aha, die ist wieder... Okay, das ist wieder so. Mal schauen, ob die gut passt. Kann die auch anklipseln? Ich bin mir da gerade nicht so... Ja, tatsächlich. Schaut das nicht behindert aus? Nee, oder? Lass uns mal da... Aha. Da ist Spazi dazwischen, das ist nicht so gut. Das schaut aber behindert aus. Nee. Warte mal. Mist. Das ist jetzt gerade nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Das wird schon gut, ja. So wäre es schon bald gescheit, wenn ich das so machen würde. Und dann darüber einen Zaun oder so. Oder? Ja, Hancock müsste dann mal auf alle Fälle weg. Kann ich dich verschupfen? Kumpel, geh mal ein Stück.
Kasperl. Oder ich lasse das wirklich so. Das hat gerade ausgeschaut, als ob es schneien wird. Und ich mache hier... Was ist denn das eigentlich Sonstiges? Oh, schau mal. Schöne Holzzäune. Hoho. Ja. Na, der ist schon ein bisschen schäbig. Hüttenbalkongelände. Ist es normal, dass das so außen sich anklipselt? Schaut aus. Dann würde ich sagen, wenn das normal ist. Ah. Hm, der Zaun gefällt mir schon fast besser. Nehme ich vielleicht den da. 2, 3, 4. Na komm. 5, 6. Und um die Ecke ein letztes. Joa. Das schaut nicht so schier aus. Da herüben vielleicht einmal noch. Achso, warte, das war zu früh. Oder lassen wir es so? Kann man gehen? Eigentlich schon. Man könnte gehen. Da vielleicht. Gleich ein längeres. Das darf echt nicht so deppert ausschauen, glaube ich. So, da nochmal. Na komm, Klipsel. Klipsel. Ja, und da geht es auch nochmal aus. Mit Klipseln. Ich glaube, da ist der Ding im Weg. Warte kurz. Komm mal her da. Na komm. Nur ein Stückchen. Vielleicht so. Und jetzt da. Da rein. Ja. Aha. Das schaut echt nicht so deppert aus. Sicher ein bisschen schief, aber das, der Zaun ist einfach so schief. Dann hat man hier hoffentlich einen recht guten Schutz vor Monster. Ja, ich hoffe halt. So, dann kann ich den wieder vielleicht ein bisschen anpassen. Aber wird nicht so gut hinhauen, denke ich mal, ne? Na, ich denke mal, wenn es so bleibt, ist schon gut. Stimmt, die Lampe, ne? Also die hier, die hat da drüben echt nicht hingehauen. Jetzt habe ich mir erlaubt, die Lampe da am Schirm anzubringen. Schaut, denke ich, auch nicht so schier aus. Hä? Ja, weil ich es kann. Oh, und das schifft schon wieder. Super. Und der gute Hancock steht da schon wieder blöd in der Gegend rum. So, jetzt könnte ich da eigentlich, wenn der Hancock sich da mal kurzzeitig schleichen würde. Aha, das willst du nicht. Okay, dann nehmen wir einfach das wieder. Das nimmt er von alleine normalerweise. Yep. Supili. Ja, alles da so machen. Mit dem Zaun. Geht mir schon eigentlich das Holz aus. Ich wollte eigentlich nur... Ich werde es vielleicht nur hier so machen. So und da. So, dann haben wir hier das Dingens. Das Dingens. Hm. Da vielleicht gar... Doch, na, schaut dumm aus, oder? Wenn wir es ganz durchmachen. Hier um die Ecke vielleicht noch. Das können... Jawohl, eigentlich so ein Zaun ist doch schon hübsch, oder? Na, Hancock, meinst du auch, oder? So, jetzt könnte ich mal probieren, ob das ginge. Ja, in der Tat. So, und hier vielleicht? Jawohl, na, das ist ja super. Ganz ehrlich, das gefällt mir. Freilich, es geht immer hübscher, aber... Aber, trotz allem... Ich finde das hübsch. Und hier nochmal noch ein bisschen hoppsa, darüber. Ein bisschen Metallzaun. Warte, war das jetzt hier dabei? Nein, das war nicht hier dabei. Das war hier dabei, oder? Na, Kruzidücken, wo waren das? Bei den Dächern, genau. Da, Zäune, glaube ich. Ja, gefindet. Ja, theoretisch. Warte, nein, ich müsste mit dem hier anfangen. So. Ruck. So, ein bisschen so. Das ist jetzt wieder Millimeterarbeit. Gerade vorhin war es gelb. Jetzt ist es wieder nicht gelb.
Na, würdest du? Hallo? Du Spinner, Michel. Da drüben ging's wieder. Also wird's wieder gehen. Ja, da muss ich es wahrscheinlich wieder mit so einem Abstand machen, wie ich es halt hier habe, ne? Das geht dann wahrscheinlich gar nicht anders. Schade. Ah, warte. Lol, jetzt, aha, wenn ich so weit herinnen bin. Okay. Nein, muss ich so halt anfangen. Tut leid. Ist zwar nicht ganz schön, oder warte. Ich mach's schöner. Ich fange wieder am Rand damit an. Also hier, so. Dann wird es doch noch eine Spur hübscher. Hoffe ich mal. So. Ja. So und so und so. Und so vielleicht. Na komm. Ich würde meinen so. Ja, das ist verschmerzbar. Verschmerz und verkraftbar ist das. So, ist das besser? Nö, ich glaube, es ist echt besser, wenn ich damit mit dem Dings da weitermache. Na, so hin. Bitte. Jo, ich hoffe, das ist gerade. Und so. Naja, okay, sagen wir fast gerade. Ist schon ein bisschen schief, verflixt und zugenäht. Muss ich noch ein bisschen angleichen. Ach ja, das ist halt so, ne? Aber warum? Ja, ein bisschen schief, man merkt es schon. Hier. Hier am Rand merkt man es. Es ist ein bisschen schief. So. Ist jetzt vielleicht besser. Ich hoffe. Komm her, Zaun. Klipsel. Na, so. Na. Ja. Ja, ich glaube, es ist besser. Du auch. Na, so, Bascha. Ich glaube, es ist besser. Ich empfinde es als besser. So, passt. Dann haben wir hier... Ja, okay, hier schaut es nicht so super aus, ich weiß. Wegen der Treppe. Aber trotzdem. Ich glaube, es ist verschmerzbar. So, hier kann man, wie gesagt, schön rüber. Da kann man eh nicht raus, ne? Nein. Dann hoffe ich, dass auch nichts rein kann. Also normalerweise müsste ich hier eine höhere Wand bauen. Als Schutz, so mit Fenstern oder so. Ich hoffe, das geht trotzdem, das geht auch so. Passt, dann haben wir hier. Raus. Raus. Ja. Nein, Tür. Tür. Möbel. Mann, ist das bin ich. Nein, nichts Möbel. Passt schon hier, ne? Hier und Tür. Herrschaftszeiten. So, welche nehmen wir denn? Welche Farbe ist denn hübsch? Damit wir ein bisschen Farbe haben, was Rotes. Hm? Was Rotes vielleicht? Nix Klipsel. Okay, hier mag er nicht. Ah, aber hier. Okay, das ist aber schon blau vorgegeben. Ist wurscht. Machen wir ein bisschen Farbe, ist Rot dabei. Ist gut. Rot ist gut. So, hier geht's nicht, ne? Wenn ich hier drinnen stehe vielleicht. Besser. Hm, schaut nicht so aus. Das wäre jetzt aber schon sehr schade, wenn wir hier keine Tür reinbringen. Weil ich jetzt schon ehrlich gesagt gern ein bisschen... Naja. Ein bisschen dicht. Aber scheint echt nicht zu gehen. Vielleicht eine andere Tür. Vielleicht die hier. Dass sie etwas schmaler sein... Also schmaler. Anders halt sein sollte. Ich glaube, es ist wurscht, ne? Ist komplett wurscht, wie man es dreht und wendet. Da kommt nichts Gescheites dabei raus. Dann lassen wir es halt so, wie es jetzt ist. So, also wir haben dann wieder hier ein tolles Stockwerk. Da können wir hier... Wuch, hoppala. Dann haben wir hier wieder einen schönen Ausblick hier. Ah, ja. Das ist toll. Hier können wir auch... Ah, da könnte ich vielleicht eine Tür reinmachen. Ist aber auch ein Blödsinn, oder? Eine Wand wäre hier schon bald besser, wenn ich hier das Schlafzimmer machen möchte. Warte mal. Theoretisch müsste ich hier doch eine Wand machen dürfen.
Warte, hier haben wir die Wände. So eine einzelne, kleine, hübsche, unschuldige Wand. So hübsch, klein und unschuldig. Die hier. Ah ja, gelb wird's werden. Gelb wird's werden und dann bin ich auch schon fertig, so wie es ausschaut. Mist, ich komme da scheinbar nicht ganz. Ich tue es mal so. Ich muss sie noch ein bisschen nachstellen. So. Na komm. Wir kriegen das schon hin. Komm. Näher, näher, näher. Noch ein Stück. So vielleicht. Na, so will er nicht. Na komm. Schau mal, wie es jetzt ausschaut. Jo, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Sicher, ein bisschen schief ist es sowieso immer. Aber da hat das jetzt wenigstens schön dicht. Und kann dann hier... Na okay, hier ist auch eine gescheit unbedingt, einen Schlafplatz zu bauen. Da wäre es besser schon da unten. Aber wenn da jemand zum Schießen anfängt, das ist dann voll zum Schießen. Ha. Aber die Wand belasse ich, also behalte ich trotzdem. Dann hat man hier wenigstens einen Schutz, wenn man sich hier verstecken will. Dann machen wir hier was anderes hin. Ein Sofa vielleicht mit Fernseher hier. Das wäre vielleicht besser. Muss nicht jedes Haus gleich eingerichtet sein. Dann kommen hier die Betten hin. Also 1 und 2 würde ich mal meinen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Siedler sind jetzt hier? 13 Leute. Ja, da kann ich ruhig 2 Betten reinhauen. Und das werden wir auch gleich machen tun. Also, wo sind denn die hübschen Bettelchens? Da haben wir Bettchen. Nö. Also irgendwas mit Decke wäre super. Am Boden, genau. Ja, nehmen halt wieder die da, ne? Die da. So, ich würde sagen, machen wir so, dass sie mit dem... Oder sollen wir da ein E-Bettchen draus machen, probieren? Also wirklich so mittig, zentral. Die beiden hingelegt. Können wir eigentlich auch machen. Und dann links und rechts jeweils ein... Oh, ein bisschen drehen noch. Ich würde sagen... Jetzt ganz knapp. Ja, ja. So mal. Und vielleicht das zweite gleich daneben. Dass man so eine Art Ehebettchen hat. Na komm, wird gelb. Ja, ja, eventuell. Zack, mal weg damit. Ja, schaut gar nicht mal so deppert aus. Und vielleicht, warte, ich muss mal aus dem Fenster rausschauen. Und dann hier so Nachttischkästchen. Wenn es sowas irgendwie sich anbieten würde, sowas vielleicht. Oder irgendwas Hübscheres. Mit einem Muster drauf. Mal schauen, ob es da noch was Schöneres gibt. Ein runter wäre nicht schlecht. Nein. Das ist schon zu modern, oder? Aber warum eigentlich nicht? Warum denn eigentlich nicht? So ein bisschen näher ran am Bett oder weiter drüben, dass man leichter... Ja, eigentlich gehört es hier hin. Als Nachttisch. Nachttischchen. So. So, na? So. Und hier auch eins. Weil der Partner soll ja nicht benachteiligt sein. Nein, nein. Das wollen wir nicht. So. Ja, ich glaube, das schaut schon mal zu deppert aus. Muhaha. Passt. Wo wir doch gleich da sind, oder dabei sind. Ein Esstisch. Weil hier ist ja quasi das Fenster, wo man rauchen kann, ne? Da wäre gut... Ah, haha, da habe ich auch schon eine Idee. Da werden wir auch was machen. So ein Rauchertischchen vielleicht. Vielleicht sowas. Sowas hier. Wenn ich jetzt dann... wo geht's da jetzt auf eigentlich? Schaut eher aus wie ein Safe. Warte mal. Nein, schon da drin bleiben. Warte mal, so ein Tischchen hätte ich gern. Dann nehmen wir was Schöneres auch. Warte mal, warte, warte, warte. Irgendwas, da war doch, gab's doch eins mit... Ja, wäre das sowas? Sowas ist auch toll.
da so, wenn es passt. Ja, ich glaube, das geht. Schauen wir mal. Und dann darauf können sie die Zigaretten rauflegen, ne? Schaut das... Oh Gott, das schaut noch nichts aus. Aha. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier alles so wunderbar gerade ist. Warte. Ist ja wurscht. Ist halt nicht alles zu 100%. So. Machen wir es halt so gerade, aber ich hoffe, das geht so. Dann kann man eben seine Zigaretten nehmen und hier so. Wobei ein Aschenbecher wäre halt schon schön. Vielleicht gibt es ja sowas. Dekoration Bohnenbelege. Auslagen. Ach so. Schaukästen. Wandschmuck. Ich weiß, da fällt der Aschenbecher jetzt nicht unbedingt rein, aber gibt es hier vielleicht dann trotzdem so Flaggen. Gemälde wäre halt auch nicht schlecht. Gibt es da so ein größeres, das über zwei... Oh ja, warte, ich habe nämlich eine Idee. So, Katschanka. Oh, ist das schön. Ha, das... Nanu, ich will es eigentlich an die Wand und so. Ist es dann nicht eigentlich hinten? Ich wollte es eigentlich so haben. Warum ist es dann außerhalb? Sollte doch eigentlich so, oder? Oder ist das eh passend vielleicht? Es ist halt das eine Ding da im Weg. Warte mal. Geht's woanders schöner? Hier wird es schon bald schöner sein. Ja, das wäre auch nicht so schlecht. Wenn wir hier den Esstisch hindun. So, vielleicht ein bisschen gerader stellen. Vielleicht passt ja, wenn ich es gerader stellen würde. Warte mal. Darum wäre es halt schon perfekt gewesen. Na, es war das so. Bringt es was? Nein, ne? Es wurscht, wie ich es drehe und wende. Das haut so nicht hin. Schade. Und da? Nö, auch nicht wirklich, ne? Nicht so ganz. Nein. Dann wird es hier schon am besten passen. Ich will hier nämlich, ich wollte hier nämlich es besonders hübsch machen. Nein, es wäre nicht mein Haus. Einfach nur so zur Gaude. Ich probiere es auch ein bisschen mittig zu machen. So vielleicht. Dass es ausschaut, als wenn es in der Mitte angemacht, das angebracht wäre. Schaut's was aus? Ja, ich glaube, das schaut. Ja, okay. Da ist wieder der Stiepfel mitten im Dings im Gemälde, aber. Kacke. Ist wohl hoffentlich verschmerzbar. Was hätten wir hier noch? Plakate, okay. Na, ich hätte gern noch einen Tisch. Irgendwie. Ah, Regale könnte man auch. Freilich. Behälter. Machen wir mal Möbelstühle. Na, warte. Betten. Nein. Da, Tische. Irgendwie so ein kleiner, süßer Esstisch. Ja, sowas. Sowas in der Art. Das wird ja echt schon nicht so schlecht passen. Na, so. Ein bisschen mittig, so vielleicht. Und ein bisschen, na, so. Na, na, komm. Dass er gerade auch noch steht, das wäre ein Träumchen. Ich denke mal so. Hoffe ich mal. Ja, muss halt noch ein bisschen nachstellen. Aber, raus da. Und Stühle. Uff, ach du Heilige. Welcher würde denn passen? Das sind ja alles mehr so Hocker. Ah, so ein stinknormaler wäre nicht schlecht, hä? Der ist eh noch, auch noch recht hübsch. So, ich würde sagen, hoppala. Der erste mal so. Und der zweite... Ja, ich weiß, ich brauche jetzt hier ewig. Wie gesagt, ihr seid alle sicher viel, viel schneller, als ich es bin. Aber ich will sie auch hübsch haben. Also hübsch, hübscher. Nicht, dass alles jetzt nicht hübsch wäre. Also ich will schön haben, so. Und da darf es auch ruhig mal ein bisschen genauer sein. Aus meiner Sicht halt. Aber schau jetzt, wo Tageslicht ist.
können wir mal nach draußen gehen, ne? Ich glaube, das schaut nicht so schlecht aus. Ich glaube, das schaut nicht so übel aus. Schön verbunden alles. Ich denke mal, dass es passt. Wir könnten hier aber vielleicht noch so ein Balkon-Dingens draus machen, dass man hier nicht rausgehen kann. Aber ist eigentlich wurscht, glaube ich. Aber ich finde, das schaut nicht so schlecht aus. Das gefällt mir sogar. Und da oben, Horuk, da wollte ich jetzt ja auch was machen. Also hier ist sicher mal nicht so schlecht, wenn man so ein paar Gartenmöbeln hätte. So eine alte... Ja, die da wäre sicher hübsch. Jesus, na. Entschuldigung. So, hier. Weil da habe ich jetzt ja die Wand gebaut. Dass man sagen kann, so. Ah, wie schön. Da kann man auch die Morgensonne super genießen. Und vielleicht... da drüben, rüberschauen. Und vielleicht noch ein kleines, wirklich ein kleines Tischchen dazu. Also das hier, weil das schaut ja auch schon recht ein bisschen älter aus, wollte ich sagen. Also vielleicht so hin. So, dann kann man hier noch was draufstellen. Ich glaube, das passt. Dann kann man sich hier klar hinsetzen und... Na? Mit dem Tisch, mit einem schwebenden Tisch. Ja, ich glaube, das kann man so lassen. Was allerdings noch fehlt, ist eine Badewanne. Und ich glaube, die tun wir hier hin. So. Wenn jemand kommt, dann... Also da kann man super klasse spannen hier, ne? So, eine Badewanne. Da kann man hier echt super klasse spannen. Da ist sicher so mancher Raider begeistert. So hin, ich würde es eher so hinbauen, ne? Dass die Anschlüsse auch schön hinten sind. So an der Wand halt eben. Na komm. Ich würde sagen, so mal. Und hier vielleicht noch einen Kleiderschrank. Also sowas. Was schaut ein Kleiderschrank mäßig aus? Eigentlich. Oh, warte. Ah, na, nicht wirklich. Nö. Ich weiß nicht so recht. Sowas schon eher, weil es schon sehr zu hübsch schon fast. So. Na. Ja, entweder sowas oder... Genau, ein Safe, den klatschen wir dorthin. Na, irgendwie... Ich glaube, der passt schon. So, ein bisschen drehen. So. Geht er da hin? Jo. Jo, ich glaube, der geht. So, oder macht man da hin? Das könnte ich auch machen. Den da hinstellen. Aber dann kommt mir hier schwer vorbei wahrscheinlich, ne? Oder schwerer. Oder ich probier's mal. Ich könnte auch noch ein Stückchen hier rüber. So. So. Ist das gerade? Wahrscheinlich nicht, aber nur wohl gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht? Oh ja, das schaut schon toll aus. Meine Lieben, das schaut toll aus. Mir gefällt's. Super, Haus Nummer 3 steht. Und das innerhalb eines Parts. Scheibenkleister. Ja, aber gut Ding braucht eben Weile. Küche, wie gesagt, baue ich mit Absicht keine, weil wir haben ja da vorne unsere Kantine da drinnen, da ist ein Herd und da sollen sich dann gefälligst auch die Siedler sammeln können. Und gemeinsam ihr Mittagsabend, Frühstücksmahl, wie auch immer, zu sich nehmen. Achso, echt Depp, da habe ich eine Werkbank. Ich bin so ein Trottel, die habe ich komplett vergessen. Ja, Profi am Werk, ich sag's immer wieder. Was ich auch schauen wollte, das wird noch passen, haben wir, ich schau mal hier, gibt es hier irgendwelche Pflanzen? Lol, einen Weihnachtsbaum. Okay, gibt es hier irgendwas noch? Nein, aber ganz ehrlich, warum nicht? Wir haben noch ein bisschen Holz, ich muss Holz organisieren. Puh,
Wir nehmen den. Ich würde sagen, den hier, oder? Dann kommt Hancock hier nicht mehr raus. Wohin mit dem Zeug? Ich stelle ihn mal dahin. So, dann haben wir was. Haben sie auch was Schönes zum Anschauen. Ich will ihn dann ins Eck stecken, wo Hancock sich gerade befindet. Tschack. Yeah. Mann, aber er schaut schon hübsch aus. Auch wenn die Jahreszeit gerade nicht passt, aber er ist schon hübsch. Sehr fisch. Dann brauchen wir als nächstes, brauchen wir Strom und so. Das heißt, ich muss hier, ich würde sagen von dem Masten aus, daher, da brauche ich was Großes. Also mal so, dann hoffe ich, dass die Energie noch reicht, sonst werden wir da dann bald was machen dürfen, schrägstrich müssen. Was schaut denn jetzt so schier aus? Na, das ist zu klein. Ah ja, oh je, warte mal. Sollen wir den aufs Dach? Ist das da nicht zu hoch? Aber es muss irgendwie hoch sein, weil sonst hängt der Schmarrn wieder irgendwo rein. Also denke ich mal, ist das so, in Klammer hoffe ich mal, in Ordnung. Dann, so, Verbindibus. Ja, er lässt sich verbinden. Habe ich einen Schmarrn? Habe ich ein Glück, wollte ich sagen. Ja, genau so. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oder so ähnlich. Und jetzt, da will ich hier einen Anschluss haben. Jetzt ist nur die Frage. Groß, klein, dick, dünn. Normal müsste sowas reichen, da oben. Kriege ich das so unfallfrei hin? Ich glaube, nein. Hallo, gefällt dir dein Zuhause? Ich hoffe doch sehr. Wir haben uns Mühe gegeben, und zwar viel Mühe. Weil ich will das ja eigentlich... Wo haben wir denn jetzt den Strom? Ich habe noch keinen Fernseher gebaut, fällt mir gerade ein. Aber ich will mal Strom bauen, also machen. Das wäre halt echt supi. Wenn ich das hier raufklatschen täte, tut... Und dass ich dann verbinden täte, tut. Also hier so. Mal mitten aufs Haus. Ich probiere es einfach mal. So. Mit Verbindibus. Ja, habe ich schon befürchtet. Das geht sich. Geht sich's aus? Geht sich's aus? Oder geht sich's nicht aus? Na, du Held. Wirst du jetzt machen? Okay, geht sie nicht ganz aus. Huch, ja. Ich wollte den noch ein bisschen herüber tun. So, komm her. Herüber. So. Und vielleicht so, aber ich glaube, da will er zu mir. Ich wollte ihn. Das ist Knochenarbeit, ey. So vielleicht? Ich weiß, dass ich gleich runterfallen werde. Ich bin mir da absolut sicher. So, okay, da... Na, wenn, dann weiter vorn, oder? Okay, da will er nicht zurecht. Da will er. Da wird es ihm passen. So, du Scherzkeks. So. Wow. Jetzt verbind das mal. Yes. Ja, muha, es funktioniert. Es funktioniert. Wow. Jetzt muss ich nur schauen. Ups. Der Part ist auch gleich zu Ende. Entschuldigung. Aber schnell noch Klubschen. Das war jetzt wieder hier drin, ne? Nein, das war nicht. Na, so wollte ich es auch nicht haben. Entschuldigung. Gehe ich aus dem Baumenü raus. Ganz gescheit. So, raus hier. Das da, Möbele. Da müsste es doch irgendwo. War das hier? War das hier oder war das verflixt? Ressourcen, Läden, Herstellung, Käfig. Ja, sag einmal. Wart, wo ist denn der Fernseher hin? Licht. Licht ist einmal ganz, ganz wichtig. Ich wäre auch dafür, dass wir mal so ein Ding probieren. So eine hübsche Lampe. Geht das auch hier oben?
Hallo? Da oben? Oben drum? Oder hier so, im Eck? Irgendwas würde er gerne machen, aber ich bin mir nicht sicher, was. Hallo? Hallo? Da unten? Hallo? Du, das wäre schön, wenn du das hinkriegen würdest hier so. Freund? Ja, warte hier. Warte hier. Jetzt mach nochmal. Na. Ja, aber da ist der scheiß, das dumme Holzding da im Weg. Da? Also da außen? Ne, um Gottes Willen. Ja, schon besser. Schon besser. Jetzt ist es wieder weg. Ach komm schon, du Scherzkeks. Warte, warte. Katschanga. Ja. Ja, so gefällt mir das schon mal. Sehr toll. Toll, toll, toll. Und hier drinnen, wenn es wieder möglich ist, so eine schöne Lampe. Die hier, oder machen wir mal die da? So eine, hier vielleicht, aufs, da drüben, aufs Nachttischkästchen. Da so, im Eck. So. Aber die leuchtet noch nicht, du Schlingel. Nicht sehr nett. Und da oben beim Baden wäre auch nicht schlecht, wenn man da so eine hübsche hätte. Vielleicht die hier wieder. So im Eck. So ein bisschen höher. So vielleicht. Die geht wieder. Aber die da unten, die will nicht. Weil sie eine extra Wurst ist. Da muss ich dann wahrscheinlich hier unten noch irgendwie Strom anbringen. Vielleicht geht es ja. Weil hier brauche ich auf jeden Fall wieder was Hohes, sonst kriege ich den Strom von da nicht weiter bis darüber. Da muss ich, befürchte ich, hier drauf sicher so einen schieren Masten setzen. Ja, ich weiß, Überlänge, tut mir leid. Also hier so einen schieren Masten drauf. Ich hoffe, der stört so nicht wirklich. Oder wir nehmen den da. So. Würde ich sagen, so. Und dann. Hokus pokus. Geht sich's aus? Na, muss ich wieder rein. Gnädigster, geh mal ein Stück. Danke. Muss ich wieder rein und rauf und rüber und hin und her und dann wieder runterfallen. Genau. Herrschaftszeiten. So, jetzt aber. So, und Klipsel an. Yeah. Und ist jetzt Licht? Da schon. Und unten? Du blödes Kacklicht. Muss man halt die Stockwerke miteinander verbinden, dann haut das hin mit dem Licht, ne? Wie gesagt, ich muss es eh so machen. Das Licht bringe ich heute noch zum Leuchten, ich spür's. Und ich weiß auch schon, wie... Halt, na so nicht noch. Warte mal kurz. Warte mal kurz, sagte ich. Weg da. Licht? Licht. Das hier mal. Wo ist denn das zum Festmachen? Da, da. So, dann hier nochmal drauf. So in etwa. Würde ich meinen. So. Boah, ich habe bald kein Material mehr. Wir bauen ja sowieso nur so lange, bis uns das ganze Material ausgeht. Also ich denke mal, nächster Part noch, ein bisschen was und dann ist schon fertig. Geht sich's aus? Hallo? Ja. Und jetzt müsste das Licht brennen. Boah, das ist halt blöd, wenn du außen mal dumm laufen musst, ich weiß. Schau mal, na. Und? Licht! Was ist mit du? Du hast doch schon Strom. Das ist echt ein komisches Ding.
Oder brennt das etwa schon? Nein, um Gottes Willen. Mach das mal aus. Die hat irgendwie keinen Bock. Ach so, weil es wieder oben drauf steht wahrscheinlich, ne? Muss ich es unten auf die Seite vielleicht. Mach mal auf. Mach mal zu. Wahrscheinlich muss ich schauen, dass es hier irgendwie auf die Seite geht. Ich bringe das Licht noch zum Leuchten. Das geht sich aus heute noch. Muss. Na, was tust denn da, um Gottes Willen? Ich will nur das einzelne Ding da haben. Na, das da. Ich will das mal hier am Rand, ganz am Rand. So nach Möglichkeit, ja, ungefähr. Jawohl. Und jetzt hoffe ich, wenn ich den Schmarrn hier jetzt noch so mache, ich glaube, das geht sich noch aus, so viel Kupfer habe ich, glaube ich, noch. So, ob das geht? Ich fürchte nicht, aber wahrscheinlich muss es da unten dann sein. Doch, das würde gehen. So, die Treppe. Ja, es brennt. Hurra. Hurra, es brennt. Also nicht das Haus, sondern das Licht. Yeah. Wunderbar. Somit kann ich beruhigt den Part heute beenden. Ha? Was? Hm? Was ist? Ach ja, jetzt könnte ich den Baum noch da hinten hin tun. Das machen wir auch noch. Und dann machen wir noch dieses. Und dann gehen wir das nächste Häuschen an. Das machen wir alles heute noch. So, ich würde sagen, so. Nicht ganz im Winkel. Rein. Ins letzte Eck. Das passt, glaube ich, schon so. Ja, kann Hancock sich auch noch weiter hinten verstecken. Das ist auch gut. Schön. Ach, ich freue mich. Das schaut echt schon nicht so schlecht aus. Unsere hübschen Häuschen. Ich denke mal, das nächste Häuschen werden wir vielleicht schon hier anbringen. Ich denke schon. Oder ich mache hier... Nee, das passt schon. Und da oben werden dann ein paar Geschütztürmchen noch hingebaut. Also wenn es wieder passt mit Material. Ich denke zumindest mal, das Betongeschichtel können wir hier schon bauen. Zumindest mal probieren. Weil hier doch so viel Gestein ist. Vielleicht mit ein bisschen Abstand. Und dann schauen wir, ob wir da noch so ein Haus herbringen. Weil da drüben vielleicht einen Marktplatz machen oder so. Oder mal ein bisschen verschieben das Ganze. Können wir ja auch tun. Ah, das wird schon lustig. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!